Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit habe, hier bei dieser Tagung vorzutragen. Der Titel meiner Präsentation lautet Unwirkliche Wirklichkeiten. Dieser Titel beschreibt sozusagen auch meinen Ansatz bzw. meine Perspektive auf Verschwörungstheorien. In dem Titel Unwirkliche Wirklichkeiten, da steckt ja beides drin sozusagen, ne? Also dass es sich bei Verschwörungstheorien eben um Wirklichkeiten oder um Unwirklichkeiten handeln kann. Also wir haben es eben gegebenenfalls mit Wirklichkeiten zu tun oder mit Unwirklichkeiten, und es hängt eben auch immer von der Perspektive ab sozusagen, ne? Also ob eine Verschwörungstheorie dann eine Wirklichkeit darstellt oder eine Unwirklichkeit. Mein Fokus sozusagen oder meine Perspektive auf Verschwörungstheorien beinhaltet eben auch eine wissenssoziologische Ausrichtung, deswegen auch der Untertitel zur Wissenssoziologie von Verschwörungstheorien. So ganz unbescheiden formuliert könnte man sagen, ich habe mich versucht an einer wissenssoziologisch fundierten Theorie über Verschwörungstheorien. Was erwartet Sie, was erwartet euch in meinem Vortrag? Zunächst mal werde ich so ein bisschen was zu dem Begriff Verschwörungstheorie erläutern. Ich denke, das ist auch ganz hilfreich, weil es klang ja vorhin schon so ein bisschen an. Es ist gar nicht so trivial zu definieren, womit genau haben wir es eigentlich zu tun, inwiefern kann man Verschwörungstheorien vielleicht abgrenzen von Verschwörungsglauben oder von Verschwörungsideologien. Also was ist eigentlich sozusagen der Arbeitsbegriff? Dann werde ich wirklich ganz kurz auf ein paar Erscheinungsformen eingehen, und zwar nicht nur von Verschwörungstheorien, sondern auch von realen Verschwörungen, denn das ist eine meiner Thesen, man kann eigentlich sich mit dem Phänomen Verschwörungstheorien gar nicht sinnvoll beschäftigen, wenn man nicht auch reale Verschwörungen mit betrachtet. Dann werde ich eben so ein bisschen was erzählen zu möglichen Ursachen und Funktionen von Verschwörungstheorien, und zwar zunächst mal, also das wird so eine Art Literaturüberblick, was wird denn so diskutiert in verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen zu Verschwörungstheorien, was könnten Ursachen und Funktionen von Verschwörungstheorien sein. Dann, da kommt dann sozusagen meine eigene Theorie oder meine eigenen Überlegungen ins Spiel, werde ich versuchen, Verschwörungstheorien als eine ganz spezifische Form von Wissen zu beschreiben, da dann also auch die wissenssoziologische Perspektive, und zwar mit ganz bestimmten Binnenmerkmalen, mit einer bestimmten Binnenstruktur und eben auch mit spezifischen Ursachen und Funktionen, die sich dann eben aus diesem Verständnis von Verschwörungstheorien als eine spezifische Wissensform ableiten. Und damit es nicht nur so auf so einer theoretisch abstrakten Ebene bleibt, möchte ich auch ganz kurz dann diese theoretischen Überlegungen anwenden bzw. durchdeklinieren, nämlich an dem Anwendungsbeispiel Verschwörungstheorien zum 11. September, die ja nach wie vor sehr populär sind, und ja, das jährt sich ja heute auch das Ganze, ne? Und zum Schluss werde ich dann sozusagen nochmal zusammenfassend, werde ich eben einfach so ein paar Bausteine für eine soziologisch bzw. wissenssoziologisch orientierte Theorie verschwörungstheoretischer Deutungen anbieten oder diskutieren. Ja, also zunächst mal zur Definition des Begriffs Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorien. Ich habe da einfach mal ein paar Definitionen aus der Literatur herausgezogen. Zum Beispiel von Pipes aus dem Jahr 98. Also Pipes, ein sehr bekannter Autor, der über Verschwörungstheorien gearbeitet hat. Der definiert Verschwörungstheorien wie folgt. Ich treffe in diesem Buch zwei grundlegende Unterscheidungen, nämlich zwischen Verschwörungen, die reale Phänomene sind, und Verschwörungstheorien, die nur in der Einbildung existieren, ne? Das heißt, wir haben es bei Verschwörungstheorien mit Theorien zu tun über Verschwörungen, die in der Realität gar nicht existieren. So, das ist so seine Stoßrichtung. Eine andere Definition von Verschwörungstheorien heißt, allgemein gesprochen sind Verschwörungsthesen als Erklärungsmodelle zu kennzeichnen, welche die vermeintlich unter der Oberfläche verborgen liegenden wahren Ursachen als illegitim und gefährlich erachteter Veränderungsprozesse zu entlarven vorgeben. Ich gehe jetzt einfach mal noch ein bisschen durch. Hier noch eine Definition aus einem Soziologie-Lexikon. Da heißt es, die Konspirationstheorie wird als Entlastung herangezogen, um Versäumnisse, eingetretene Missstände oder unangenehme Folgen von Aktionen nicht selbst verantworten zu müssen. Es wird irgendwelchen Dritten die Schuld an diesen Zuständen gegeben. Dabei wird meist nicht konkret jemand der Schuld bezichtigt, als vielmehr floskelhaft und nebulös argumentiert. Das jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Wenn man sich andere Definitionen von Verschwörungstheorien aus der Literatur anschaut, dann kann man eigentlich relativ schnell so ein paar Leitkriterien herauskristallisieren, anhand derer sich die Definitionen unterscheiden. Also beispielsweise die Frage nach der Rolle von gesellschaftlichen Autoritäten. Also werden Verschwörungstheorien von gesellschaftlichen Autoritäten eingesetzt, um bestimmte Machtverhältnisse zu legitimieren, oder werden sie gegen gesellschaftliche Autoritäten formuliert? Hatten wir ja gerade auch schon ein bisschen den Punkt in der
Diskussion. Dann natürlich zu der Frage von der Funktion von Verschwörungstheorien. Was für ein Verständnis von Verschwörung steckt eigentlich hinter der Definition von Verschwörungstheorie? Dann, das taucht auch immer wieder auf in Definitionsvorschlägen sozusagen, das Ausmaß der angenommenen Verschwörung. Also mit was für einem Ausmaß von einer Verschwörung haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Und dann ist auch ein spannender Punkt so das Verhältnis von Verschwörungstheorien zu wissenschaftlichen Theorien. Und so als letzten Aspekt noch, der aber auch gleichzeitig sehr entscheidend ist, der Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien. Also wie steht es denn eigentlich mit dem Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien? Und wenn man das aber noch versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, also bei allen Unterschieden, die es so gibt in den Definitionen, was gibt es denn für eine Gemeinsamkeit? Also man kann schon festhalten, dass eine Gemeinsamkeit in den allermeisten Definitionen darin besteht, dass es eben heißt, eine Verschwörungstheorie ist eine Annahme über eine Verschwörung, die in Wahrheit nicht existiert. Also der Wahrheitsgehalt der angenommenen Verschwörung wird verneint. So, das ist, also da kommt jetzt dann direkt die Wissenssoziologie sozusagen mit ins Spiel und man kann halt sagen, dass für eine wissenssoziologische Begriffsdefinition es eigentlich relativ irrelevant ist, wie es um den Wahrheitsgehalt bestellt ist. Also man kann vielleicht sagen, das wäre ungefähr so, also passend jetzt hier zu den Räumlichkeiten, als würde man sich mit dem katholischen Glauben beschäftigen und aber von vornherein definieren, das was da geglaubt wird, was da angenommen wird, ist falsch. So, das bringt mich aber zunächst mal nicht weiter. So, ne? Das ist eine Engführung der Definition, die mir nicht gefallen hat. Und deswegen habe ich versucht, eine etwas offenere Definition zu finden und habe dabei aus der Wissenssoziologie entlehnt die Begriffe heterodox und orthodox benutzt. Also für nicht anerkannt und anerkannt, grob zusammengefasst. Und darauf basierend werden dann eben meine Definitionen von einer Verschwörungstheorie, also dass es heterodoxe und orthodoxe Verschwörungstheorien gibt. Und eine heterodoxe Verschwörungstheorie wäre dann demnach ein Überzeugungssystem oder eben ein Erklärungs- oder Deutungsmodell, was aktuelle oder historische Ereignisse, kollektive Erfahrungen oder die Entwicklung einer Gesellschaft insgesamt als die Folge einer Verschwörung interpretiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wobei die Existenz dieser Verschwörung von der Mehrheit der Bevölkerung, den Leitmedien und anderen gesellschaftlich wichtigen oder legitimen Deutungsinstanzen nicht anerkannt wird. Also das wäre eine heterodoxe Verschwörungstheorie, eine Annahme über eine Verschwörung, die aber von der Mehrheit der Bevölkerung und Leitmedien, Deutungsinstanzen nicht geteilt wird. Anders bei orthodoxen Verschwörungstheorien, das sind also Verschwörungstheorien, wenn man den Begriff einfach mal ganz neutral sieht, die von der gesellschaftlichen Mehrheit anerkannt werden. Ganz konkretes Beispiel, die offizielle Version der Ereignisse des 11. September 2001. Es ist also eine Verschwörung, liegt davor, laut offizieller Deutung, und diese Verschwörungstheorien, Anführungszeichen, wird von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt, auch von den Leitmedien, und daher würde ich jetzt in meiner Terminologie in diesem Fall von einer orthodoxen Verschwörungstheorie sprechen. Dann noch kurz zu diesem Punkt, das Ausmaß der Verschwörung, also dass Sie ihr das einfach vielleicht mal im Hinterkopf behaltet. Es gibt da eben so Vorstellungen darüber oder beziehungsweise Definitionsversuche darüber, wie das Ausmaß der angenommenen Verschwörung innerhalb einer Verschwörungstheorie ist. Also man kann da unterscheiden zwischen einer totalen, globalen Verschwörungstheorie, wo man also davon ausgeht, dass also die Verschwörung wirklich weltumfassend ist, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Verschwörer nahezu unbegrenzt sind, dass es also alles auf ein finales Ziel hinsteuert. Und dass man da eigentlich alles einbetten kann. Ne? Also sämtliche wichtigen Geschehnisse auf der Welt lassen sich sozusagen einbetten in diese universelle Verschwörungstheorie. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Verschwörung der Illuminaten. Ne? Also eine super geheime Verschwörungszentrale irgendwo, die also alles zentral steuert und leitet. Und also wie gesagt, die meisten Weltgeschehene lassen sich dann darauf beziehen. Demgegenüber stehen dann so gemäßigte lokale oder man könnte vielleicht auch sagen kleine Verschwörungstheorien, die sich also auf lokal und zeitlich begrenzte Ereignisse beziehen, wie beispielsweise die Ermordung von JFK oder beispielsweise der Tod von Lady Di, ne? Also begrenzte Ereignisse, lokal begrenzt, wo dann auch die Verschwörungstheorien jetzt kein umfassendes Ausmaß annehmen, sondern sich eben speziell konzentrieren auf ein Ereignis. So, dann, wie gesagt, ganz kurz nur ein paar Erscheinungsformen, muss ich ja auch nicht ausführen hier. Verschwörungen
Verschwörungstheorien sind ein Phänomen, was die Menschheit schon sehr lange begleitet. Es gibt in der Geschichte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Hexen, mit Satanisten, natürlich sehr bedeutsam, auch bis heute im Zusammenhang mit Juden, antijüdische, antisemitische Verschwörungstheorien, dann über Freimaurer und Illuminaten, klang ja vorhin in der Diskussion auch schon an, Verschwörungstheorien über gerade auch zur Zeit des Kalten Krieges, über irgendwelche geheimen Pläne, Verschwörungen von Kommunisten, dann natürlich auf der anderen Seite von Kapitalisten, also haben sich beide Seiten gegenseitig vorgeworfen, im Geheimen zu operieren und irgendwelche geheimen Ziele zu verfolgen, Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Geheimdiensten und das ist eigentlich so meine Lieblingskategorie, Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit UFOs und Außerirdischen. Das sind sozusagen jetzt die Aufteilung ist ein bisschen schwierig. Also ich habe das jetzt mal benannt, historische Erscheinungsformen und jetzt eher aktuelle. Das heißt, das sind jetzt eher Erscheinungsformen aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Auch das ist ja alles hinlänglich bekannt. Also Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Ermordung berühmter Personen, wie zum Beispiel Martin Luther King, JFK, John Lennon und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, jetzt nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Ermordung Osama Bin Ladens, mit dem Tod Osama Bin Ladens. Dann über die angebliche Fälschung der Mondlandung, ne? Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Massenmedien, zum Zwecke der Meinungsmanipulation, auch ganz aktuell gerade, Stichwort Lügenpresse habe ich da nur eingefügt. Dann auch eine sehr, also in gewissen Teilen der Welt sehr populäre Verschwörungstheorie, dass AIDS gar kein natürliches Virus ist, sondern ein künstlich entwickeltes Virus, was in die Welt gesetzt wurde, um damit ganz bestimmte Ziele zu erreichen. Dann gibt es Theorien, wo man im Internet auch sehr vieles dazu findet, über die technische Beeinflussung von Wetter oder auch die technische Herbeiführung von Naturkatastrophen bis hin zu Tsunamis und solchen Dingen. Dann natürlich die Ausweitung staatlicher oder überstaatlicher Überwachungsmaßnahmen zum Zweck der Kontrolle und Verhaltensmanipulation, die Hintergründe des Oklahoma-Attentat ist auch was immer noch diskutiert wird. Und dann auch solche Dinge wie auch oft im Zusammenhang mit dem ganzen Impfdiskurs, dass also solche Grippewellen oder Krankheitswellen eigentlich nur inszeniert sind, um die Bevölkerung dann dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Aber eigentlich werden bei diesen Impfungen, also so die Verschwörungstheorien, die entsprechenden Nanochips injiziert, mit denen man dann auch das Verhalten kontrollieren kann. Also da gibt es eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien dazu und natürlich auch im Zusammenhang mit dem Anschlag am 11. September 2001. Dann, wie gesagt, ganz kurz, das überfliege ich jetzt nur schnell, Verschwörungen, tatsächliche Verschwörungen, also Verschwörungen, wo man heute davon ausgeht, die haben real stattgefunden. Ich könnte jetzt sozusagen in der wissenssoziologischen Terminologie auch sagen, orthodoxe Verschwörungstheorien, da gibt es natürlich eine ganze Reihe, geschichtlich gesehen und auch eher aktuell, also wieder 20. bis 21. Jahrhundert. Ich hätte da jetzt ein paar mir rausgegriffen sozusagen, könnte da ein bisschen was dazu erzählen, aber ich glaube, das meiste wäre auch ein Stück weit Eulen nach Athen getragen wahrscheinlich. Also da kann man auch eine ganze Reihe auflisten, wie zum Beispiel MK-Ultra, also geheime Versuche der CIA mit allen möglichen chemischen Substanzen, mit Drogen, unter anderem zu dem Zweck, eine Art Wahrheitsserum zu entwickeln, also Menschen unter dem Einfluss bestimmter Substanzen dazu zu bringen, zu plaudern sozusagen. Dann sowas wie die NATO-Geheimarmeen, auch ein Thema, was jetzt ziemlich aufkochte in den letzten Jahren, wo es also darum geht, dass die NATO paramilitärische Strukturen aufgebaut hat für den Fall, dass wenn sozusagen dass der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg wird und die Sowjetunion angreift, dass man dann paramilitärische Strukturen hat, die dann sozusagen guerillamäßig hinter den feindlichen Linien operieren können. Das ist ein riesiges Thema, was auch viel diskutiert wird und wo man aber durchaus sagen könnte, naja, es liegt da eine Art Verschwörung vor. Dann auch solche Dinge wie die Frage nach den Gründen für die amerikanische Intervention im Irak, wo also Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat erzählt hat, wir haben Hinweise darauf, beziehungsweise wir haben Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt, wo er dann aber später gesagt hat, er wurde getäuscht von den Geheimdiensten. Das sind alles Beispiele und jetzt natürlich zuletzt die NSA-Affäre, das sind alles Beispiele für Vorgänge, die man durchaus als reale Verschwörungen bezeichnen könnte, jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Wie gesagt, ich könnte da jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, aber das überspringe ich jetzt einfach mal, auch aus Zeitgründen. Wenn man sich das alles mal so anguckt, dann kann man aber auf jeden Fall zu dem Ergebnis kommen,
dass Verschwörungstheorien so eine Art wiederkehrendes Deutungsschema sind, die halt jeweils verzahnt mit ganz konkreten historisch bedingten Kontexten ganz unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Oder anders gesagt, man könnte auch sagen, dass Verschwörungstheorien, das klang ja vorhin auch schon mal an, sowas wie so eine Art historische Konstante sind. Ne? Dass also Verschwörungstheorien uns eigentlich begleiten, solange es menschliche Kulturen gibt. Und das wiederum, daher auch kurz der Exkurs auch zu realen Verschwörungen, das wiederum hängt meiner Meinung nach ganz eng damit zusammen, dass wir es auch sozusagen in der menschlichen Geschichte immer wieder mit realen Verschwörungen zu tun haben. Und die Tatsache, dass es immer wieder reale Verschwörungen gab, kann natürlich eine mögliche Ursache dafür sein, dass Menschen annehmen, dass in anderen Bereichen es eben auch Verschwörungen gab und darauf basierend sich dann eben Verschwörungstheorien entwickeln. So, dann zu der Frage, was sind denn mögliche Ursachen oder Funktionen von Verschwörungstheorien? Es klang vorhin auch so ein bisschen an und das hört man und liest man ja immer wieder im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien in den Leitmedien, also sehr oft, wenn es um das Thema geht, dass wir es mit einer Hochkonjunktur von Verschwörungstheorien zu tun hätten oder dass es in bestimmten geschichtlichen Phasen Hochkonjunkturen gäbe, finde ich ein bisschen problematisch, diese Vorstellung oder diese Idee, weil die ja durch nichts belegt ist. Also es ist keine empirisch gestützte Behauptung, sondern es ist eigentlich, das entspricht mehr so einem Gefühl. Denn wenn man tatsächlich fundiert behaupten wollte, dass wir es mit einer Hochkonjunktur von Verschwörungstheorien zu tun haben, müsste man streng genommen eigentlich mal die Gesamtkommunikation sich anschauen und müsste dann herausfinden, wie hoch ist der Anteil verschwörungstheoretischer Ideen an der Gesamtkommunikation. Das ist ja, und dann müsste man sozusagen über die Zeit eine Zunahme feststellen, dann könnte man mit Recht behaupten, also Verschwörungstheorien sind populärer, wir haben es mit einer Hochkonjunktur zu tun, die Menschen tauschen sich mehr darüber aus, es gibt mehr Veröffentlichungen, aber das wurde nie gemacht, das ist ja auch nicht durchführbar. Ne? Natürlich haben wir es im Internet mit einer Vielzahl zu tun, aber es könnte sich schlichtweg um eine mediale Verschiebung von Verschwörungstheorien handeln, also was halt sozusagen früher am Stammtisch auf Flugblättern, in Büchern und so weiter ausgetauscht wurde, wird heute im Internet ausgetauscht, aber das betrifft ja sozusagen die Gesamtkommunikation, die verlagert sich ins Internet, ne? Und das ist dann also schwierig, da Aussagen zu machen über Zunahmen oder Abnahme von Inhalten. So, also jetzt aber kurz zu den Ursachen und Funktionen von Verschwörungstheorien. Ich habe da einfach aus der Literatur mal so ein paar Aspekte herausgenommen, die diskutiert werden im Zusammenhang mit Ursachen oder Funktionen von Verschwörungstheorien. Also da ist beispielsweise die Rede von pathogenen Störungen, die also ihre Ursache in frühkindlichen Eltern-Kind-Beziehungen haben. Das sind also tiefenpsychologisch, psychoanalytisch orientierte Erklärungsansätze. Hofstetter, ja auch jemand, der sehr häufig zitiert wird im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, spricht von einem Paranoid Style. Das wurde vielfach übernommen. Dieter Groh beispielsweise spricht von strukturellen Elementen einer klinischen Paranoia als Erklärungsmodell für kollektive Verschwörungstheorien. Andere Autoren sprechen eben auch von so paranoiden Grundzügen, von Paranoia-Haltung, von paranoiden Formen, die sozusagen ursächlich verantwortlich sind für Verschwörungstheorien. Dann werden psychologische Kategorien angeführt, wie Misstrauen, Angst, Gefühle der Sinnlosigkeit, Verlorenheit und Ohnmacht, eine Autoritätshörigkeit, geringes Selbstwertgefühl und Benachteiligung. Popper spricht im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien von der Verweltlichung eines religiösen Aberglaubens. Oder es gibt die Idee, dass politische Entfremdung sozusagen die Neigung fördert, an Verschwörungstheorien zu glauben. Oder es ist die Rede von einer Verschwörungsmentalität, die wiederum auf einer autoritären Persönlichkeit, also nach Adorno, basiert. Oder dass Verschwörungstheorien eben vermehrt auftreten in Phasen von Verunsicherung und Desorientierung, also in Krisen- und Umbruchsphasen. Und dann jetzt jüngst, es ist schade, dass er eben nicht hier sein kann, von Sebastian Bartoszek vorgelegt, also der fünf Faktoren herauskristallisiert, die seines Erachtens ursächlich verantwortlich sind für Verschwörungstheorien, nämlich politischer Extremismus, Religiosität, ein jüngeres Alter, eine geringere Bildung im Schnitt und das weibliche Geschlecht. So, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, wie gesagt, das ist jetzt nur mal ein Überblick, ein grober Überblick so über die zentralen Aspekte, die so diskutiert werden in der Literatur über Verschwörungstheorien, dann fällt schon so ein bisschen was auf. Nämlich, dass die ganzen Theorien oder Ansätze in Bezug auf Ursachen von Verschwörungstheorien eigentlich auf zwei Prämissen basieren. Nämlich, die erste Prämisse lautet, dass es sich bei Verschwörungstheorien um falsches Wissen handelt.
Und falsch kann man hier sogar in einem dreifachen Sinne sehen, nämlich Verschwörungstheorien basieren auf falschen Informationen. Der Glaube an sie ist illegitim, wenn nicht sogar pathologisch. Es werden sehr häufig pathologisierende Begriffe benutzt, wie gezeigt, Paranoia und so weiter. Und drittens, sie sind falsch, weil sie eine Gefahr darstellen. Ne? Sie können in Extremismus münden und daher müssen wir da sehr aufpassen. Also es ist auf jeden Fall was falsch ist und was, und das ist dann die zweite Prämisse sozusagen dieser ganzen Ansätze zu den Ursachen von Verschwörungstheorien. Es ist was Problematisches. Ne? Also wir haben es bei Verschwörungstheorien mit einem Problem zu tun. Und was problematisch ist, verlangt ja auch irgendwo Ursachen, die problematisch sind sozusagen. Ne? Und das ist aber aus meiner Sicht auch wieder eine Engführung dieses Phänomens, denn also ihr oder Sie sehen, das basiert ja auch auf dieser Definition letzten Endes von Verschwörungstheorien, dass es sich um Annahmen über Verschwörungen handelt, die in Wahrheit nicht existieren. Also man geht davon aus, es ist falsches Wissen. Und falsches Wissen braucht natürlich Ursachen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und wenn man jetzt aber den Blick einfach mal ein bisschen weitet und also Verschwörungstheorien nicht nur als Theorien ansieht, die von vornherein falsch sind, also die quasi per Definition falsch sind und die also Annahmen über Verschwörungen enthalten, die in Wahrheit nicht existiert, dann ändert sich die ganze Perspektive und gerade aus einer wissenssoziologischen Sicht ist es eigentlich irreführend oder auch einfach nicht besonders sinnvoll, von vornherein von falschem Wissen auszugehen, sondern es ist viel sinnvoller, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kommt es denn dazu, dass Menschen bestimmte Wissensvorräte annehmen oder eben nicht annehmen. Ne? Also das könnte man auch übertragen auf andere Wissenssysteme, Wissens- oder Überzeugungsformen. Nehmen wir beispielsweise den Katholizismus oder den Marxismus als geschlossene Wissenssysteme. Wenn man von vornherein definiert, das ist alles Blödsinn, was da behauptet wird, dann verschließt man den Blick. Also dann ist man sehr eng geführt in seiner Analyse. Wenn man sich aber dann dafür interessiert, ja, wie kommt es denn dazu, dass Menschen solchen Ideen anhängen, dann ist es aus meiner Sicht zunächst mal sinnvoll, eine neutrale Definition vorzulegen und sich dann eben mit der Frage zu beschäftigen, aus welchen Gründen nehmen die Leute diese Wissensvorräte an, unabhängig davon, ob sich in Anführungszeichen objektivistisch gesehen um wahres oder falsches Wissen handelt. So, und meine Idee war dann eben, obwohl der Verschwörungsbegriff bzw. der Verschwörungstheoriebegriff ja wirklich sehr unterschiedliche Erscheinungen enthält. Also ich habe das mal versucht hier in so einer Darstellung abzubilden. Also wir haben es ja sozusagen wirklich von Alltagstheorien, von Alltagsmeinungen bis hin zu Ideologien und Weltanschauungen. Es ist ein riesiges Spektrum, haben wir es damit zu tun. Das heißt also streng genommen, wenn beim Arbeitsplatz sich jemand Gedanken darüber macht, ob er von Kollege X und Kollege Y gemobbt wird und die sich irgendwie zusammenschließen, um ihm gegenüber irgendwas durchzusetzen oder was auch immer, könnte man eigentlich schon von einer Verschwörungstheorie sprechen. Ne? Es ist natürlich eine, die auf die Lebenswelt, auf die Alltagswelt beschränkt ist. Das ist sozusagen das eine, das Ende des Spektrums. Auf der anderen Seite haben wir eben umfassende Ideologien. Sie erinnern sich an das Ausmaß der Verschwörung, ne, was ich vorhin auf einer Folie hatte. Also man hat da wirklich so vom Ausmaß her sehr begrenzte Verschwörungstheorien bis zu umfassenden Überzeugungssystemen, die man eigentlich dann tatsächlich am ehesten als Ideologien oder als Glaubenssysteme bezeichnen muss. Und die Frage ist natürlich, wenn man aber trotzdem jetzt einen Begriff haben möchte, und ich bin auch bei dem ganz bewusst bei dem Begriff geblieben, Verschwörungstheorie, dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ne? Und ich habe mir dann überlegt, gibt es denn in der Wissenssoziologie eine Wissensform oder eine Wissenskategorie, wo man das tatsächlich alles reinkriegt? Also die tatsächlich diese sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen unter einen Hut kriegt. Und mein Ansatz ist eben, das mit sozialen Deutungsmustern zu versuchen. Soziale Deutungsmuster ist zwar ein Begriff, der inzwischen durchaus in die Alltagssprache übergegangen ist, Deutungsmuster, aber es gibt dazu eben auch eine relativ ausgearbeitete Theorie innerhalb der Wissenssoziologie. Was sind soziale Deutungsmuster? Also es sind zunächst mal Deutungsroutinen, es sind also einfach typisierte Abläufe von bestimmten Situationen. Die allermeisten Menschen haben eben solche Deutungsmuster parat, um bestimmte Situationen schnell deuten zu können, nicht jedes Mal eine Neuinterpretation vornehmen zu müssen, sondern es sind eben einfach bewährte Deutungsroutinen, die vorliegen, die eben auch handlungsanleitend sind, die es eben auch ermöglicht, bestimmte Erfahrungen mit Sinn zu versehen und so eigentlich in bestehende Sinnkonstruktionen, Weltbilder, auch Meinungen, Überzeugungssysteme einzubetten
Und so verwandte Konzepte sind sowas wie subjektive Theorien oder Paradigma, Denkstile, mentale Modelle. Aber Deutungsmuster sind noch ein bisschen mehr. Man kann eigentlich sagen, jetzt das ist jetzt sehr wissenssoziologisch, aber um es vielleicht nochmal ein bisschen zu präzisieren, wo Deutungsmuster operieren, auf welcher Ebene, die sind so zwischen Individuum und Diskurs, kann man sagen. Deutungsmuster sind so diejenigen Kategorien, und man kann auch sagen Prozesse, weil sie sind immer prozesshaft angelegt sozusagen, die vermitteln zwischen Individuum und Diskurs, die also Inhalte aus dem Diskurs übersetzen auf die individuelle Ebene. In der wissenssoziologischen Theorie sind eben auch ganz konkret psychosoziale Funktionen und Merkmale von sozialen Deutungsmustern ausgearbeitet. Dazu gehören beispielsweise Aspekte wie die Reduktion von Komplexität, die Antizipation von Situationsentwicklungen, die Verständigung über Grenzsituationen und aber auch die Erzeugung sozialer Gemeinschaften. Das ist alles sehr einleuchtend, so, ne? Wenn man sich überlegt, man ist mit einer Situation konfrontiert, die vielleicht völlig neu ist. So, ne? Und dann helfen diese Funktionen helfen natürlich enorm, diese Situation zu bewältigen. Ne? Also es ist eine komplexe Situation, sie ist neu, man weiß erstmal nicht, was man damit anfangen soll. Dann helfen Deutungsmuster, die dann auch transportiert werden über die Medien und so weiter, helfen natürlich dabei, solche Situationen schnell mit Sinn zu versehen und damit sozusagen einzubetten in bereits bestehende Wissensbestände oder Sinnkonstruktionen. Deutungsmuster haben eben auch ganz bestimmte Binnenmerkmale, anhand derer sie man dann inhaltlich unterscheiden kann. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein bestimmtes Situationsmodell oder sie beinhalten immer spezielles Hintergrundwissen. Sie haben auch spezifische Emotionsvorgaben. Also Deutungsmuster beinhalten auch Emotionsvorgaben. Das heißt, das wird ja dann auch so, man kann auch sagen, das ist dann typisiert, ne? Bei Ereignis XY gibt ein das entsprechende Deutungsmuster dann vor. Jetzt ist eine bestimmte Emotion angebracht und die kommt dann auch kollektiv, ne? Also relativ zuverlässig, beispielsweise Empörung oder beispielsweise Trauer oder was auch immer. So, jetzt möchte ich, damit es wie gesagt nicht so abstrakt bleibt, das ist ja jetzt alles sehr theoretisch, möchte ich das mal ganz kurz so ein bisschen anhand von einem Beispiel durchdeklinieren, nämlich den Verschwörungstheorien zum 11. September. Auch die sind ja, gehe ich mal davon aus, hier in dem Rahmen hinlänglich bekannt. Also es gibt unterschiedliche Varianten von den Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem 11. September. Also ich spreche jetzt, um bei meiner Terminologie von vorhin zu bleiben, ich spreche jetzt zunächst mal von den heterodoxen Verschwörungstheorien, also von den Verschwörungstheorien, die mit der offiziellen Version nicht einverstanden sind. Und da gibt es eben also aktive und passive Varianten, kennen Sie ja sicher alles, also die aktiven Varianten der Verschwörungstheorien zum 11. September gehen davon aus, dass der 11. September letzten Endes ein, wie es immer heißt, Inside-Job gewesen ist, ne? Dass also die Geheimdienste, das Militär, Regierung, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Varianten, diese ganzen Ereignisse selbst in die Wege geleitet haben, um hinterher Rechtfertigungsmöglichkeiten zu haben für innen- und außenpolitische Maßnahmen, also dass da sozusagen aktiv das Ganze in die Wege geleitet wurde. Die passiven Varianten sind also sozusagen etwas abgeschwächter. Die gehen davon aus, dass die Geheimdienste durchaus eben wussten, dass es Vorbereitungen gab von Al-Qaida, Osama Bin Laden für diesen Anschlag und dass man aber bewusst nichts unternommen hat, dass man also bewusst nichts getan hat gegen diese Absichten, um eben dann, also um den Anschlag zugelassen hat, mit demselben Ziel, Rechtfertigungsmöglichkeiten zu haben für innen- und außenpolitische Maßnahmen. Es ist bemerkenswert, dass also die heterodoxen Verschwörungstheorien zum 11. September sehr verbreitet sind. Jetzt natürlich zum Jahrestag ist es auch wieder vermehrt Thema. Es gibt Umfragen, nach denen fast 70% der Deutschen nicht daran glauben, dass sie aus Presseberichten die volle Wahrheit über die Anschläge des 11. September erfahren haben. Also das heißt, es ist auf jeden Fall mal ein grundsätzliches Misstrauen da in Bezug auf das, was in den Mainstream-Medien berichtet wird. Und darüber hinaus sind ungefähr 20% davon ausgegangen, also bei dieser Umfrage, dass die US-Regierung die Anschläge selbst in Auftrag gegeben hat, sind also Anhänger dieser aktiven Varianten. Ne? Und das ist also, wenn man überlegt, 20% der Bevölkerung, das ist nicht wenig. Ne? Also das ist schon eine bemerkenswerte Größe. Und interessant ist, wenn man sich anschaut, was wird denn behauptet in den Verschwörungstheorien, in den heterodoxen Verschwörungstheorien zum 11. September und in der offiziellen Version und was ist das konsensuelle Wissen? Also wo sind sich sozusagen offizielle Version und die heterodoxen Verschwörungstheorien einig? Das ist sehr, sehr wenig. Also da bleibt sehr, sehr wenig übrig. Das kann man eigentlich fast auf den Punkt reduzieren, die Türme des World Trade Center sind zerstört. Über alle anderen Punkte gibt es eigentlich Streitigkeiten. Ne?
Die Quellen, auf denen dann sozusagen meine Analyse basiert hat, sind einfach, dürfte Ihnen auch bekannt sein, die einschlägigen Werke von verschiedenen Autoren, die sich mit diesen Ereignissen beschäftigt haben und eben verschwörungstheoretische Deutungen vorgelegt haben. Also beispielsweise sehr populär von Matthias Bröckers, die Bücher, inzwischen sind es 3 zum 11. September, die ich weiß gar nicht, in wie vielen Auflagen erschienen sind, also es ist wirklich enorm. Auch ziemlich bekannt, das ist jetzt hier unten links, ist das Werk von Andreas von Bülow, die CIA und der 11. September. Und dann sind eben noch ein paar weitere dabei. Und ich habe die eben mir angeschaut, vor allem um zu überprüfen, ob diese Strukturannahmen von mir, basierend auf sozialen Deutungsmustern, ob die wirklich vernünftig anwendbar sind auf Verschwörungstheorien, jetzt hier in dem Fall der 11. September. Und um es mal vorwegzunehmen, das hat relativ gut funktioniert. Man findet wirklich die ganzen Funktionen, also sehr schön, wieder in den Verschwörungstheorien, beispielsweise die Komplexitätsreduktion. Und da ist jetzt als erstes ein Zitat von Bröckers. Das finde ich wirklich super. Also da schreibt gleich in der Einleitung von seinem ersten Buch zum 11. September, ohne angemessene Verschwörungstheorie aber, so wird zu zeigen sein, lässt sich unsere hochgradig komplexe und konspirative Welt gar nicht mehr verstehen. So, und das ist ein interessantes Argument, weil es zielt natürlich genau auf diese Funktion ab. Wir haben es mit einer hochgradig komplexen Welt zu tun und eine Verschwörungstheorie gibt uns den Schlüssel sozusagen, um diese Komplexität zu überführen in Verständnis, in Erkenntnis. Und dann heißt es aber weiter, das ist auch sehr interessant, etwas später in der Einleitung, wenn dieses Buch zuerst einmal zu einer allgemeinen Verunsicherung beitragen könnte, wäre sein aufklärerischer Zweck schon erfüllt. Dennoch ist seine Absicht nicht bloß dekonstruktivistisch, auch wenn es durchaus eine reife Leistung darstellt, den Blick für die Weite, die Komplexität und den Schrecken des Trümmerfeldes zu öffnen, statt sich in die beunruhigende Blockbebauung von Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Freund und Feind zu flüchten. Das ist ja zunächst mal ein bisschen verwirrend, ne? Weil einerseits bietet er sozusagen über die Verschwörungstheorie Komplexitätsreduktion an, andererseits sagt er aber, man muss den Mut haben, in die komplexe Welt hineinzuschauen. Man muss so aus diesem Schwarz-Weiß-Denken rauskommen in die Komplexität. Was bedeutet das? Er will natürlich damit seine Verschwörungstheorie verkaufen als eine Theorie, die genau das angemessene Maß an Komplexität hat, sozusagen, um die Ereignisse in adäquater Art und Weise zu beschreiben. Das heißt, Komplexitätsreduktion trifft auf jeden Fall zu. Man muss es aber ein bisschen differenzierter sehen, denn viele Verschwörungstheorien reduzieren Komplexität nicht nur, sondern sie nehmen eine offizielle Erklärung, die teilweise ja relativ wenig komplex sind und machen sie teilweise noch komplexer. Aber was eben schon angeboten wird immer, ist, dass aus einer Vielzahl von Ereignissen man eine Struktur, dass es eine Struktur gibt sozusagen, ne? Anhand derer man die Ereignisse deuten kann und zwar sinnvoll deuten kann, sodass sie eben irgendeiner Logik oder einer Linie folgen. Dann die Antizipation von Situationsentwicklung, das finden Sie auch, also meistens eigentlich in Verschwörungstheorien, wenn sie eine bestimmte Komplexität annehmen, also wenn sie entsprechend ausformuliert werden. Beispielsweise hier bei Ahmed heißt es also im Zusammenhang mit den Ereignissen des 11. September, nach dem erfolgreichen Testfall in Afghanistan könnten die Vereinigten Staaten im Irak eine Wiederholung dieses Erfolges versuchen. Sie könnten Saddam Hussein ausschalten und die Opposition dazu bringen, eine gefügige neue Regierung zu bilden. Ähnliche Planungen könnten auch für die Zukunft des Iran existieren. Wohlgemerkt, das Zitat stammt aus dem Jahr 2002, also noch vor der Intervention des Irak, ist aber ganz klar eine Vorwegnahme, wie entwickeln sich die Ereignisse. Also ist so ein Angebot basierend auf den Erkenntnissen, die sozusagen jetzt in der verschwörungstheoretischen Deutung gewonnen wurden. Wie entwickeln sich basierend auf dieser Logik die Ereignisse weiter? Dann eben auch bei Bröckers so eine Stelle, die diese Funktion erfüllt. Ob es tatsächlich ein Motiv für das Unvorstellbare gibt, werden die nächsten Aktionen der Weltordnungsmacht bald zeigen. So endete mein erster Kommentar über die World Trade Center Conspiracy. Die Entwicklung der letzten 18 Monate hat nicht nur die Motive der USA deutlich hervortreten lassen, sie hat auch sehr viele Belege für eine Inszenierung der Katastrophe ans Licht gebracht. Das ist also quasi so eine Mischung aus Antizipation von Situationsentwicklung und auch Self-Fulfilling Prophecy. So, ne? Also man leitet sozusagen basierend auf den eigenen Erkenntnissen über die Verschwörung Möglichkeiten ab, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wenn sie sich dann tatsächlich so entwickelt, ist es natürlich wieder eine Bestätigung für die Richtigkeit der Ursprungsthese.
Dann die Verständigung über Grenzsituationen. Was bedeutet das eigentlich? Also welche Funktion wird damit erfüllt? Es ist klar, also Grenzsituationen, damit sind Situationen gemeint, die nicht alltäglich sind, also die wirklich gedeutet werden müssen, also für die es jetzt nicht direkt vielleicht auch passende Deutungsmuster gibt. Und so ein Ereignis wie der 11. September ist natürlich eine Grenzsituation, wie man sie sich also heftiger gar nicht vorstellen kann. Es ist also wirklich ein Ereignis, was absolut schockierend ist, irritierend ist, in hohem Maße emotionalisierend ist. Und das heißt, es muss ja irgendwie eine Verständigung her darüber, was ist denn da jetzt passiert. Und es sind ja dann sehr schnell, wissen Sie ja sicher alle, es sind dann sehr schnell Verschwörungstheorien entstanden. Also die offizielle Deutung, die sich ja auch erst so nach und nach dann aufgebaut hat, die wurde aber sehr schnell in Frage gestellt. Und George Bush hat dann Folgendes gesagt: Wir müssen, also relativ bald nach den Anschlägen des 11. September, wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Anschlägen des 11. September tolerieren. Boshafte Lügen, die bezwecken, die Schuld von den Terroristen abzulenken. Ich würde sagen, im Nachhinein kann man sagen, dass dieser Schuss vollkommen nach hinten losging, denn damit hat er ja quasi selbst nochmal diese Verständigung über Grenzsituationen, hat er selbst nochmal den Begriff Verschwörungstheorien in den Diskurs mit eingeführt und hat also klargemacht, es gibt da Verschwörungstheorien, also es gibt alternative Deutungen und die sind ganz schlecht und die sind ganz böse. Damit hat er natürlich viele überhaupt erst aufmerksam gemacht und hat somit eine Verständigung über die Grenzsituation herbeigeführt, nämlich die, es gibt Verschwörungstheorien, es gibt alternative Erklärungsmodelle, die er sich aber so wahrscheinlich nicht vorgestellt hat. Und dann natürlich auch die Erzeugung sozialer Gemeinschaft, also auch diese Funktion wird von Verschwörungstheorien erfüllt. Im Zusammenhang mit dem 11. September haben sich ja eine ganze Reihe von bis heute bestehenden Gruppierungen gebildet, also insgesamt so unter dem Begriff 9-11 Truth Movement oder die 9-11 Truther werden sie ja auch genannt und in diesem Rahmen haben sich eine ganze Reihe von Gruppen gebildet, wie beispielsweise jetzt aktuell wieder stark in der Diskussion die Gruppierung Architects and Engineers for 9-11 Truth, also ein Zusammenschluss von Architekten und Ingenieuren hauptsächlich, die also gemeinsam der Meinung sind, dass an dem Zusammensturz der Zwillingstürme irgendwas nicht stimmt. Und das ist jetzt auch gerade wieder sehr aktuell, das Thema, weil jetzt jüngst in diesem Jahr in einem durchaus renommierten Journal, Europhysics News, ein Artikel erschienen ist von Leuten, die teilweise dieser Gruppierung nahestehen und die also in diesem Artikel behaupten, Hinweise zu haben, dass es eben nicht so ist, wie offiziell dargestellt wurde, dass die Zwillingstürme aufgrund des Einschlags der Flugzeuge zusammengestürzt sind, sondern dass da unter Umständen nachgeholfen wurde mit Sprengungen und so, ne? Also das heißt, diese Ereignisse haben Gruppierungen entstehen lassen, die intern ein hohes Maß an Zusammenhalt haben. Also man kann ja wirklich von sozialen Gemeinschaften sprechen, die eine bestimmte Zielsetzung haben und die also jetzt speziell in diesem Fall also wirklich ganz massiv versuchen, den Diskurs, also in dem Diskurs, an dem Diskurs teilzunehmen über die Ereignisse und ihre Sicht der Dinge eben voranzutreiben. So, dann noch ganz kurz zu der Frage, weil das gehört da ja auch einfach mit dazu zu diesem Thema. Wie ging denn eigentlich die etablierten Leitmedien in Deutschland, ich habe jetzt da bei meiner Analyse mich bezogen auf deutsche Leitmedien, wie gingen denn um mit diesen Verschwörungstheorien, weil das ist ja auch, finde ich, eine entscheidende Frage, wenn man sich ja die Frage stellt, warum sind Verschwörungstheorien populär im Allgemeinen, warum sind auch die Verschwörungstheorien zum 11. September so populär, muss man sich ja auch mal mit der Frage beschäftigen, wie sind denn die Leitmedien so damit umgegangen, so, ne? Und das ist also interessant, sich das anzuschauen. Ich habe hier nur mal ein paar Überschriften aufgelistet, also wirklich aus dem ganzen Spektrum eigentlich der Leitmedien, also das von Spiegel bis Taz ist also alles dabei, beziehungsweise von FAZ bis Taz ist alles dabei und die Überschriften sind schon relativ vielsagend, also da heißt im Spiegel beispielsweise Panoptikum des Absurden, Mythen, die Septemberlüge, also da wurden relativ heftige rhetorische Geschütze aufgefahren, die Septemberlüge, das knüpft natürlich an oder ist natürlich angelehnt an die Holocaustlüge. Dann in der Süddeutschen hieß es Affen der Angst, in der FAZ hieß es die Märchen der Verschwörungstheoretiker, in der Zeit hieß es ein Wahn stützt den anderen, in der Taz viele Deutsche mit Dachschaden. So. Und das ist ja schon relativ klar, in welche Richtung die gehen, diese Artikel. Und wenn man sich dann anschaut, also wirklich dann in so eine Inhaltsanalyse reingeht, wie wird denn da argumentiert, fallen schon so ein paar Dinge auf. Nämlich, dass da eigentlich jenseits von
inhaltlichen Erörterungen argumentiert wird in diesen Artikeln. Also es geht nicht darum, tatsächlich die Argumente der Verschwörungstheoretiker zu widerlegen, sondern es werden beispielsweise die Vertreter von Verschwörungstheorien werden angegriffen. Also da versucht man dann, wie im Fall von Matthias Bröckers, da versucht man dann so über seine Biografie ihn per se unseriös erscheinen zu lassen. Bröckers hat mal ein Buch über Hanf geschrieben, das wurde dann immer wieder angeführt. Also das heißt, man hat versucht, die Person zu diskreditieren oder als unseriös erscheinen zu lassen. Man hat eben die Verschwörungstheorien als Begriff, sozusagen auch als Kampfbegriff benutzt, als was also einfach es eigentlich gar nicht wert ist, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und das, also insgesamt wurde mit diskursiven und auch mit rhetorischen Mitteln gearbeitet, die jenseits von der Erörterung von inhaltlichen Argumenten stattfand, sondern es waren eigentlich waren diskursive oder rhetorische Mittel, die eigentlich eher dann auf die Vertreter der Verschwörungstheorien gezielt haben oder die Kategorie Verschwörungstheorie benutzt hat, um sozusagen zu markieren, das sind eigentlich Wissensbestände, um die es da geht, die sind es eigentlich gar nicht wert, dass wir uns intensiver damit auseinandersetzen. Allerdings muss man halt vielleicht an der Stelle mal sagen, dass das natürlich eine Umgangsweise mit Verschwörungstheorien ist, die genau das Gegenteil dessen bewirkt, was man vielleicht bewirken will, nämlich dass die Verschwörungstheorien unattraktiver werden, wenn dann halt auf einer teilweise, muss ich einfach sagen, relativ platten Art und Weise die Verschwörungstheorien abgekanzelt werden, dann überzeugt es jemanden, der sich mit denen schon mal beschäftigt hat und der vielleicht sowieso geneigt ist, anzunehmen, da könnte was dran sein, das überzeugt den überhaupt nicht vom Gegenteil, ne? Sondern ganz im Gegenteil, vielleicht erzeugt es sogar eher noch die Neigung, sich noch ein bisschen mehr mit den Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Und es ist ein bisschen ähnlich wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Man findet ganz häufig Wörter wie paranoid, Paranoia, Politparanoia, die also suggerieren sollen, dass die Vertreter von Verschwörungstheorien sich jenseits von so einem vernünftigen, rationalen oder auch von einem normalen Diskurs argumentieren. Also es wird den Vertretern teilweise die psychische Gesundheit abgesprochen. Dann wird eben auch, ähnlich wie in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Diskurs, wird immer wieder das Gefahrenpotenzial der Verschwörungstheorien betont. Oder es kommt auch sozusagen zu einer, das ist also ein Begriff, der bei Foucault auftaucht, eben die, also als diskursive Strategie, die Verknappung der zum Sprechen legitimierten Subjekte in dem Diskurs, was sich ganz konkret darin äußert, dass eben einfach bestimmte Vertreter von Verschwörungstheorien, denen hat man halt die Möglichkeit genommen, in bestimmten Formaten aufzutreten und damit sozusagen den Diskurs verknappt. Und das heißt, insgesamt hat man hier eigentlich, ja, es ist sehr ähnlich wie bei dem wissenschaftlichen Diskurs oder in der wissenschaftlichen Literatur. Man hat einen Problematisierungskontext, ne? Also die Verschwörungstheorien jetzt in dem Fall zum 11. September werden von vornherein als ein Problem wahrgenommen und behandelt und ja, interessanterweise auch dann mit Argumenten, die immer wieder auftauchen, die aber eigentlich auch mit den Inhalten der Verschwörungstheorien zum 11. September überhaupt nichts zu tun haben. Beispielsweise finden sich dann in vielen Artikeln so Hinweise darauf, naja, dass also in den Verschwörungstheorien davon ausgegangen wird, es gibt eine geheime Regierung, die in irgendeiner Wüste, in irgendeinem Keller sitzt und von dort aus dann die Weltgeschehnisse lenkt und auch den 11. September inszeniert hätte. Also diese Behauptung, dass es da in der Wüste irgendeinen Bunker gibt, in der eine geheime Regierung sitzt, habe ich zumindest in den Werken, die ich mir angeschaut habe, ich da nirgends gefunden. So, ne? Das ist aber so eine Figur, die taucht immer wieder auf, die wird immer wieder wiederholt und ja, hat einfach letzten Endes mit den Inhalten relativ wenig zu tun. So, okay, dann komme ich jetzt schon gleich zum Ende. Also jetzt vielleicht einfach angesichts dessen, was ich erläutert habe, noch so ein paar Bausteine für eine wissenssoziologische Theorie, die vielleicht so diese, ja, ich nenne es mal Probleme umschifft, ne? Also die herkömmlichen Sichtweisen auf Verschwörungstheorien haben die halt doch eng, also die ja doch sehr, naja, also wesentliche Teile des Phänomens ausblenden und dann auch im Umgang mit dem Phänomen vielleicht so gewisse Fehler machen und dadurch nicht, also sicher nicht das erreichen, was sie erreichen wollen, nämlich dass Verschwörungstheorien unattraktiver werden. Also dann vielleicht jetzt hier im Vorfeld einfach nochmal so ein paar wissenssoziologische Leitsätze, also auf denen dann auch der Ansatz konkret basiert. Also das, also zentral ist halt zunächst mal, dass Wissen immer sozial determiniert ist und eigentlich nicht reduziert werden sollte in so einem positivistischen Sinne auf wahres Wissen,
sondern eben analysiert werden sollte in seinen unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Und das trifft natürlich auf Verschwörungstheorien im Besonderen zu, wenn man sozusagen den Blick öffnet und nicht von vornherein definiert, Verschwörungstheorien sind falsch, sondern einfach mal der Frage nachgeht, warum halten bestimmte Menschengruppen bestimmte Verschwörungstheorien für wahr oder auch nicht so. Ne? Was sind die Ursachen dafür, welche Argumente sind da wichtig und so weiter, dann denke ich, ist der Blick weniger verstellt und man hat einfach einen besseren Zugang zu dem Phänomen. Deshalb, wie anfangs in der Definition von Verschwörungstheorien meinerseits schon angeklungen, ist es also zunächst mal irrelevant, ob die Verschwörungstheorien wahr oder falsch sind. Was interessiert, ist dann aber vielmehr die Frage, wie es dazu kommen kann, dass innerhalb von der Gesellschaft Verschwörungstheorien von manchen eben für wahr gehalten werden und von anderen für nicht. Genau, und das, wie gesagt, führt dann eben dazu, dass der Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien nicht per Definition festgelegt werden kann, da dieser letzten Endes immer von sozialen Konstruktionen von Wirklichkeit abhängt. Also ich denke, da wird Alan dann in seinem Vortrag auch noch drauf eingehen. Also es gibt viele Beispiele, wo man sehen kann, dass Verschwörungstheorien wirklich völlig unabhängig von dem, was in Anführungszeichen Fakt ist, eine gesellschaftliche Bewertung erfahren und die kann sich auch relativ bald ändern. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, also wir hatten eine Verschwörungstheorie, die gibt es auch immer noch, im Zusammenhang mit einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, ne? Die also über eine längere Zeit eine eher heterodoxe Verschwörungstheorie war. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die dann aber sozusagen in die Orthodoxie katapultiert und wurde zur Staatsräson mehr oder weniger. Ne? Also da hat sich eine Verschwörungstheorie in ihrer gesellschaftlichen Bewertung, vor allem in der Bewertung durch die Machthaber, hat sich völlig verändert in einem kurzen Zeitraum und das ganz unabhängig von der Faktenlage. So, ne? Das ist halt sozusagen vielleicht auch das Plus von so einer wissenssoziologischen Sichtweise, dass man so ein bisschen von dem Verständnis wegkommt, eine Verschwörungstheorie, die wahr ist, die wird doch dann sowieso irgendwann anerkannt als eine reale Verschwörung. Oder wenn man davon ausgeht, was ist eine reale Verschwörung gewesen, stimmt aber eigentlich nicht, also jetzt wirklich in so einem positivistischen Sinne, dann kommt das schon irgendwann raus. So, ne? Also es ist, die Wirklichkeit ist doch ein bisschen komplexer. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Inhalten hängt sehr, sehr stark von gesellschaftlichen Prozessen der Wirklichkeitskonstruktion ab. Und die wiederum können zur einen Zeit so ausfallen und zur anderen Zeit eben so. Und das bedeutet halt letztendlich für das Verhältnis von Verschwörungstheorien zu Verschwörungen, dass es halt ausschließlich sozial oder eben gesellschaftlich festgelegt ist, ob es sich ums eine oder ums andere handelt. Das heißt, das, was heute als Verschwörungstheorie gilt, kann morgen eine reale, anerkannte Verschwörung sein oder eben auch andersrum. So, das ist jetzt halt einfach noch so eine Art Raum, so möglicher Raum, in dem sich Verschwörungstheorien bewegen können. Also die eine Achse beschreibt sozusagen die gesellschaftliche Akzeptanz, das Maß der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die geht eben von heterodox bis orthodox. Und man könnte sagen, naja, also ganz, ganz am linken Ende sozusagen, also wenn man da sozusagen noch über den Nullpunkt ein Stückchen hinausspringt, dann haben wir es tatsächlich mit einem individuellen Warnsystem oder so zu tun. Ne? Also, weil das ist natürlich die Frage, haben Verschwörungstheorien irgendwas mit Paranoia oder mit Warnsystemen zu tun? Und aus einer soziologischen Perspektive würde ich sagen, nein. Weil also für mich als Soziologe, also ich interessiere mich eigentlich nur für Verschwörungstheorien n gleich mindestens zwei sozusagen. So, ne? Also wenn eine Person individuell eine Verschwörungstheorie hat und aber niemanden findet, der Meinung ist, ah ja, okay, da ist was dran, also der Meinung bin ich jetzt auch, dann ist es tatsächlich jetzt ein Phänomen für die Psychologie und nicht für die Soziologie. Und Menschen, die wirklich also psychologisch diagnostiziert eine paranoide Schizophrenie oder ein Warnsystem haben, also in den allerwenigsten Fällen gelingt es denen, Anhänger für ihre Theorie zu finden. Das bleibt dann tatsächlich auf einer individuellen Ebene und das ist also was mich jetzt eigentlich nicht interessiert. So, und auf der anderen Ebene ist eben so das Ausmaß der angenommenen Verschwörung, also von lokal sehr begrenzt, klein in Anführungszeichen, bis hin zu einer totalen oder globalen Verschwörung. Und das ist dann eben sozusagen der Raum, in dem aus meiner Sicht sich Verschwörungstheorien eigentlich immer, in jedem Fall irgendwo abspielen. Ne? Und man könnte jetzt, also das ist ja wirklich nur so ein Versuch, diesen Möglichkeitenraum aufzuzeigen. Und man könnte jetzt halt quasi jede Verschwörungstheorie versuchen, hier irgendwo einzugruppieren in diesem Feld. So, dann jetzt sozusagen basierend auf den wissenssoziologischen Überlegungen mal noch ein paar Ideen über mögliche
Ursachen von Verschwörungstheorien. Und also meiner Meinung nach ist es halt so, dass im Kern jeder Verschwörungstheorie, egal ob sie dann sich zu einer orthodoxen oder zu einer heterodoxen entwickelt, bestimmte mit menschlichem Handeln verbundene Ereignisse oder Prozesse stehen, die subjektiv oder auch kollektiv als krisenhaft, problematisch, beängstigend oder verunsichernd erlebt werden. Das heißt, nicht jedes Ereignis ist dazu in der Lage, eine Verschwörungstheorie zu generieren. Es müssen Ereignisse sein, die irritierend sind, die einfach auch emotional erregend sind, die als krisenhaft erlebt werden. Und dann kommt aber noch was dazu, denn wenn sozusagen ein krisenhaftes Ereignis stattfindet oder was irritierend ist und es bietet sich aber unmittelbar eine Erklärung an, dann entsteht keine Verschwörungstheorie, würde ich sagen, sondern es muss auch noch so eine gewisse Verunsicherung dazukommen in Bezug auf die Informationslage. So, ne? Schönes Beispiel ist der Absturz von MH17, also ein Ereignis, was natürlich irritierend ist, was krisenhaft ist, was auch stark emotionalisiert. Und wenn ein Flugzeug abstürzt und es ist von vornherein klar, okay, es war menschliches Versagen oder es war ein technisches Problem, dann entstehen, würde ich mal sagen, in der Regel keine Verschwörungstheorien. Im Fall von MH17 war es aber so, dass die Informationslage unklar, also zu der Irritation kam noch eine Unsicherheit in Bezug auf die Information hinzu. Und dann fangen die Menschen natürlich an, sich Erklärungen selbst zusammenzubasteln, wenn es keine plausiblen offiziellen Erklärungen gibt oder wenn diese unbefriedigend sind. Und dann kommt eben noch mehr hinzu, also wenn ein bestimmtes Ereignis vor dem Hintergrund von ganz bestimmten Weltbildern, von politischen Meinungen, auch von religiösen Meinungen nicht richtig interpretierbar ist oder wenn das nicht so richtig reinpasst sozusagen, ne? Also in eine bestimmte Weltsicht, dann entsteht aus meiner Meinung nach die Neigung, eine Verschwörungstheorie zu generieren oder anzunehmen, wenn dadurch das Ereignis besser in das Weltbild eingebettet werden kann. Also um es mal ganz konkret zu machen, wenn jemand, oder vielleicht auch ein bisschen plakativ, wenn jemand einen latenten oder auch offenen Anti-Amerikanismus hegt und er erlebt sowas wie den 11. September und die offizielle Darstellung, die also sagt, es war eine Verschwörung von Islamisten und so weiter, dann ist natürlich das ein Problem. So, ne? Dann kommt es zu einer gewissen kognitiven Dissonanz und dann neigt die Person vielleicht dazu zu sagen, okay, vielleicht haben das die Amerikaner selbst inszeniert, um so sein schon vorhandenes Weltbild, den Anti-Amerikanismus, weiterhin zu legitimieren. Denn wenn er das Ereignis, also sozusagen die offizielle Darstellung annimmt, dann kommt es da zu einem Bruch irgendwo. Ne? Dann kann er das Ereignis nicht richtig einbetten in das bestehende Weltbild, beziehungsweise es wird delegitimiert. Jetzt war das natürlich ein Negativbeispiel. Wenn ich von Weltbild spreche, dann meine ich unterschiedliche Dinge, die sozusagen die konkrete Ursache oder der konkrete Hintergrund für die Entstehung von Verschwörungstheorien sein können. Also es sind Dinge wie politische Ideologien, eben ein spezifisches Weltbild, was auch ein religiöses Weltbild sein kann. Es können Ressentiments sein, bestimmte Mentalitäten oder Mentalitätsgefüge, dann einfach ein generelles Misstrauen gegenüber Autoritäten oder eben Meinungsautoritäten. Aber es kann natürlich auch einfach sowas wie eine kritische oder eine skeptische Grundhaltung sein oder auch sowas wie der gesunde Menschenverstand. Denn angenommen, jemand lebt in einem autoritären, repressiven System, wo es also wirklich quasi täglich dazu kommt, dass es in Anführungszeichen von Regierungsseiten Verschwörungen gibt gegen die Bevölkerung. Und dieser Mensch macht sich Gedanken darüber, also Verschwörungstheorien sozusagen, darüber, was der Staat so alles gegen ihn im Schilde führt, hat es ja nichts mit Irrationalismus zu tun, hat es auch nichts mit irgendwelchen Pathologien zu tun, sondern es entspricht letzten Endes einfach dem gesunden Menschenverstand. Daher, das ist auch sozusagen dann immer so was, was ich als Credo dann immer noch formuliere, die Ursachen von Verschwörungstheorien, das sind nicht nur negative Dinge, das können auch sozusagen sowas wie der gesunde Menschenverstand sein, und Verschwörungstheorien haben eben auch nicht nur negatives, sondern durchaus auch positives Potenzial. Und es ist ja auch so, dass so die Grenze zwischen Verschwörungstheorien und beispielsweise investigativem Journalismus kann auch fließend sein. Und wenn sich Menschen Gedanken machen, beispielsweise über die NSA oder beispielsweise darüber, was ist im Umfeld des NSU staatlicherseits so alles passiert, ne, dann würde ich das selbst jetzt auch als Verschwörungstheorie bezeichnen. Und wenn am Ende dadurch tatsächlich Missstände aufgedeckt werden, dann hatte in diesem Fall die Verschwörungstheorie sogar ein positives Potenzial. Das heißt, wenn man den Blick weitet,
nicht von vornherein davon ausgeht, Verschwörungstheorien sind nur ausschließlich Annahmen über Verschwörungen, die es nicht gibt, sondern es kann vielleicht sogar tatsächlich mal eine reale Verschwörung dahinter stecken, dann kriegt man ein völlig anderes Verständnis von dem Gesamtphänomen. So, das vielleicht noch ganz kurz so zu den Funktionen nochmal von Verschwörungstheorien. Natürlich ist es so, dass beispielsweise die Komplexitätsreduktion oder beispielsweise die Erzeugung sozialer Gemeinschaft, dass diese Funktionen nicht für jede Verschwörungstheorie gleichermaßen zutreffen. Ne? Also wenn wir jetzt eine sehr lokal begrenzte Verschwörungstheorie haben, die auch wirklich nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen teilt, dann trägt die natürlich wesentlich weniger zu einer Erzeugung von einer sozialen Gemeinschaft oder auch zu einer Komplexitätsreduktion bei, als eine Verschwörungstheorie, die total oder global ist oder wo man auch von einer Ideologie sprechen könnte. Ne? Die hat sozusagen einen höheren Erklärungswert, die bietet auch mehr Antizipation von Situationsentwicklungen an und so weiter. Die Funktionen treffen hier mehr zu. Und andersrum ist es sozusagen, wenn von orthodox zu heterodox, also eine Verschwörungstheorie, die allgemein anerkannt ist, die also von vielen Menschen geteilt wird, natürlich bietet die Möglichkeiten zur Komplexitätsreduktion an, erfüllt die ganzen Funktionen in einem relativ hohen Maße. Und je weniger diese Theorie gesellschaftlich anerkannt ist, also je spezieller, spezifischer die Gruppen werden, die diese Theorie noch teilen, so meine These, desto weniger treffen auch die Funktionen zu. Okay, dann also jetzt zum Schluss, Zusammenfassung und Fazit. Ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass Verschwörungstheorien im wissenschaftlichen Diskurs überwiegend innerhalb von einem Problematisierungskontext verhandelt werden, dass man aber, wenn man wirklich ein breites Verständnis von dem sehr komplexen und auch vielschichtigen Phänomen Verschwörungstheorien erhalten möchte, man nicht umhin kommt, sich auch mit realen Verschwörungen zu beschäftigen und sich eben nach dem Verhältnis zu fragen von Verschwörungstheorien zu realen Verschwörungen. Der Wahrheitsgehalt von einer Verschwörungstheorie wird letzten Endes gesellschaftlich festgelegt, also nicht von einem Individuum, was in mühevoller Kleinarbeit sozusagen die Pro- und Kontrafakten erörtert, sondern letzten Endes entscheiden andere, vor allem gesellschaftliche Prozesse darüber, was als Wirklichkeit gilt. Auch in den Massenmedien, das habe ich jetzt anhand des Beispiels des 11. September gezeigt, kann man auch an vielen anderen Beispielen zeigen, überwiegt ein Problemdiskurs in Bezug auf Verschwörungstheorien. Es ist aber so, dass Verschwörungstheorien eben auch durchaus ein positives Potenzial haben können. Allein der Begriff Verschwörungstheorien ist natürlich inzwischen negativ konnotiert. Also jemanden als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, ist eigentlich gleichbedeutend, wie zu sagen, es ist ein Spinner, es ist jemanden, den man nicht ernst nehmen sollte. Das ist aber, finde ich, nimmt dem Begriff und auch dem Phänomen, was dahinter steckt, auch ein bisschen das Potenzial. Finde ich also schade sozusagen, dass es inzwischen sich so eingeschliffen hat, diese Interpretation von dem Begriff, denn jemand, der eine fundierte und auch gut recherchierte Verschwörungstheorie aufbaut und dann recherchiert, beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit dem NSU und dann auch tatsächlich zu Erkenntnissen kommt und vielleicht auch wirklich was aufdeckt, was Missstände beinhaltet, dann, wie gesagt, hätte eine Verschwörungstheorie ja auch ein positives Potenzial. Insgesamt plädiere ich halt immer für einen sachlichen und auch einfach gelassenen Umgang mit Verschwörungstheorien. Also natürlich darf man nicht vernachlässigen, dass die ein Gefährdungspotenzial haben, Verschwörungstheorien, aber es ist eben so, dass in offenen, freien Gesellschaften es viele Meinungen gibt, die aus der Sicht anderer irrational sind, und solange sozusagen die Menschen, also die Verschwörungstheorien dann nicht dazu führen, dass die Menschen sich in einer Art und Weise verhalten, die dann halt tatsächlich kriminell ist, dafür haben wir unseren Rechtsstaat, haben wir unser Rechtssystem, sind es halt Meinungen, sind es halt abweichende Meinungen, mit denen man aus meiner Sicht in der Demokratie auch einfach relativ gelassen umgehen kann und eben sozusagen immer auch dazu bereit sein sollte. Es ist halt schwieriger, als es oft gemacht wird, aber das ist eben die Herausforderung, dann wirklich in die Diskussion auch zu gehen, sofern das geht, und zu versuchen, die einzelnen Argumente zu widerlegen. Und insgesamt gilt, denke ich, im Bezug auf Verschwörungstheorien, das, was sozusagen in verschwörungstheoretischen Kreisen auch gerne zu einem Leitsatz gemacht wird, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Also Verschwörungstheorien sind ein sehr komplexes Phänomen, wir können uns dem immer wieder annähern, aber ich glaube, es gibt da noch jede Menge zu tun, und damit bin ich fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.